Im Endeffekt geht es ja auch um den Schutz der Patienten, die das Vertrauen haben, in unserer Therapie eben auch ordnungsgemäß behandelt zu werden. UP Podcast. Nachgefragt. Hallo zur neuen UP Podcast Folge. Medizinprodukte, etwa Trainingsgeräte in einer Physiotherapiepraxis, müssen genau entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gekennzeichnet, betrieben oder gewartet werden. Passiert das nicht, kann das gravierende rechtliche Folgen haben. Ganz schlimm wird es, wenn es dann zu Unfällen kommt. Die Regelungen, die für Medizinprodukte gelten, sind in der EU-Verordnung über Medizinprodukte festgehalten, die seit Mai 2017 in Kraft ist. Für Geräte, die vorher schon zugelassen wurden, galt eine Übergangsfrist und die ist jetzt im Mai abgelaufen. Was das für dich und deine Praxis bedeutet, erklärt im Podcast Michael Fassbender von der Physiomed-Gruppe. Bleib dran, um alles Wichtige zu erfahren. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen. Und heute freue ich mich, einen sehr alten, bekannten Freund begrüßen zu können, Michael Fassbender. Hallo Michael. Hallo Ralf, grüß dich. Guten Morgen, moin, moin. Und Michaels Firma hat sich geändert und heißt jetzt Physiomed Group. Ihr kennt ihn, glaube ich, noch aus der Proxomed-Zeit. Da war der Vertriebsleiter und der in der Corona-Zeit ganz viel auch gemacht hat mit Webcasts. Wie kann man mit Training auch in der Corona-Zeit rüberkommen? Da haben wir relativ viel Kontakt gehabt. Ihr seid jetzt die Physiomed Group, habt euer Angebot erweitert. Was macht ihr? Ja, Physiomed Group ist die Gruppe, ähnlich wie die VW Group. Und dann gibt es einzelne Marken drunter, wie wir haben die Ergofit-Marke gekauft. Also Ergofit ist jetzt unser Haus, die Proxomed bleibt. Und wir haben die Physiomed-Artikel, das sind also Artikel im Bereich der Elektromedizin, Ultraschall, Stoßwelle, ist jetzt auch noch dazugekommen. Also schon ein großer Haufen geworden jetzt. Das ist eine, okay. Und das Ganze ist eine AG, eine Aktiengesellschaft. Okay. Worum geht es heute? Es geht heute um Medizingeräteverordnung. Also ich versuche das jetzt mal in simpel zu machen und du korrigierst mich gleich. Es geht darum, dass wenn man Geräte betreibt, die für die Heilung von Patienten genutzt werden, dass man dann besondere Auflagen erfüllen muss. Ja, richtig. Grundsätzlich jeder, ob jetzt Therapeut oder im Krankenhaus oder in der Reha, jeder, der mit Patienten therapeutisch arbeitet, ob jetzt mit Ultraschallgeräten oder aber auch mit Gerätkraftbereich oder im Trainingsbereich, muss Medizinprodukte vorweisen können. Und die haben bestimmte Auflagen. Und es geht sogar, darüber haben wir im Vorwege schon gesprochen, es gilt zum Beispiel auch für Software. Also wenn ich eine Software habe, die in die Therapie eingreift, also die eigenständig Therapieempfehlungen oder Übungsempfehlungen oder so gibt, dann ist man schon an einer ganz harten Grenze. Und dann muss man diese Software auch als Medizinprodukt zulassen. Das erleben gerade die Leute, die Digas produzieren. Die müssen alle nach Medizinprodukteverordnung zugelassen werden und haben da erheblichen regulatorischen Aufwand. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, was bedeutet das für eine Praxis, wenn sie Geräte einsetzt. Fangen wir mal mit einer ganz simplen Therapiebank an. Ist das ein Medizinprodukt? Also ich sag mal, die Therapiebank an sich muss auch ein Medizinprodukt, weil du darauf arbeitest, weil du darauf heilst. Und es sind ja auch schon, die BGW hat ja auch da ganz klar darauf hingewiesen und hat auch macht auch Prüfungen. Es sind ja auch schwerwiegende Unfälle passiert, wo Quetschungen waren etc. Von daher ist die Auflage auch sehr, sehr hoch. Ja, und es muss halt eben auch jährlich geprüft werden. Da gibt es also die sogenannte STK, Sicherheitskontrolle, und die MTK. Ich hatte es dir kurz erzählt, ich hatte einen Vortrag vom VDB, da war ich eingeladen in Soltau und da war ich erstaunt, wie wenig Therapeuten über dieses Thema wissen. Das ist ja auch ein trockenes Thema, aber es ist saugefährlich und es wird jetzt im Rahmen 24. Mai lief für die Hersteller eben auch die Übergangsfrist aus, also nicht für die Betreiber. Die haben einen Sicherheitsschutz, also wenn ich ein Gerät gekauft habe, ein Medizinprodukt, ich sage mal in 22, dann bleibt das auch ein Medizinprodukt, man muss es halt warten. Aber wenn ich jetzt neu kaufe, dann muss ich ganz neue Auflagen haben und das gilt auch für die Hersteller. Genau, das ist ja ein großes Thema. Seit Monaten ist das eine Sau, die durch jedes Dorf getrieben wird, in der irgendjemand, der Medizinprodukte herstellt, macht. Und alle Medizinproduktehersteller haben sich schon mehrfach bei der Bundesregierung beschwert über die Umsetzung und haben darauf gesagt, wir müssen Übergangsfristen haben, wir kriegen das nicht hin. Ich habe mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, die sagen, Leute, die regulatorischen Anforderungen, die Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, um ein Medizinprodukt überhaupt an jemanden verkaufen zu dürfen, sind so groß, dass es sich bald gar nicht mehr lohnt, irgendwelche Geräte herzustellen, weil der regulatorische Aufwand so groß ist, dass wir Preise aufrufen müssen, die keiner mehr bereit ist zu zahlen. Ja, das ist es genau, das ist es. Und ich sag mal, die Hersteller, die du vielleicht auch kennst, im Rahmen jetzt zum Beispiel von den Therapiemessen, die machen das, die haben jedes Jahr ein Audit, was eben auch viel Geld kostet. Wir sind beim TÜV Süd, der ist dann
4 Wochen da, gibt auch, die müssen wir erfüllen, schnellstmöglich erfüllen. Und das schlägt sich im Endeffekt auf den Preis nieder. Und dann gibt es halt eben Hersteller, die sagen, ja, mache ich alles nicht, ich verkaufe die im Therapiebereich. Und dann gibt es Therapeuten, die sagen, ja, ist mir auch so egal. Kontrolliert ja eh keiner. Und das ist jetzt doch ein bisschen so ein Gesinnungswandel gekommen. Es wird kontrolliert und ich glaube auch, dass die Therapeuten da jetzt auch mehr Wert drauf legen. Also Müssen diese sie auch gucken. Medical Device Regulation, die Ja. ja so eine Übergangsfrist hatte, die ist ja seit 25. Mai 2017 gilt die, und es gab eine Übergangsfrist, die jetzt am 25. Mai 2024 geendet ist, aktuell Ja. schon. Und man kann davon ausgehen, dass es auch bei den Prüfungen und bei den Leuten, die sich das genauer angucken, auch so Übergangsfristen geben wird. Aber irgendwann wird jemand um die Ecke kommen und wird sagen, naja, jetzt will ich mal wissen, was hier los ist. Jetzt könnte man sich überlegen, ich habe eine GKV-Zulassung. In meinem GKV-Vertrag steht aber gar nichts von der Medical Device Regulation oder von der Medizinprodukteverordnung. Bedeutet das, dass es für mich nicht gilt? Ich hatte selber auch dann direkt gesehen, als die letzte Zulassungsvoraussetzung im Rahmenvertrag rückte, da fehlte das so wenig. Dann habe ich natürlich bei den Verbänden, Frau Rädlein, Herr Treutel nachgefragt und habe gesagt, um Gottes Willen, wir haben das in dem Stress mit den Verhandlungen echt vergessen reinzunehmen. Es ist aber in der Ausbildung, im Ausbildungsgesetzestext drin. Das heißt, wer jemand eine KGG oder MDT-Ausbildung macht, dann darf der Ausbilder nur eben Medizinprodukt, vorweisen. Grundsätzlich übergeordnet gilt aber das Medizinproduktebetreibergesetz. Und jeder, der Therapeut ist, muss sich diesem Medizinproduktebetreibergesetz ja unterordnen. Und das sagt ganz klar, behandle ich am Patienten, muss ich ein Medizinprodukt vorweisen können. Ja. Also man muss unterscheiden, behandle ich hier nach Diagn also behandle ich im Hinblick auf eine Diagnose, dann gelten andere Richtig. Regeln, als wenn Leute zu mir kommen und bei McFit ins Studio gehen oder Richtig, wenn Leute genau. ein Abo haben bei mir. Genau. Also immer wenn das Medizinische im Vordergrund steht, dieser Behandlungseffekt, dann Absolut, ja. gelten besondere Schutzbedingungen. Das ist so ein bisschen wie beim Datenschutz, ne? Also Ja. auch da gilt, Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert, und das gilt natürlich hier auch. Also der Behandlungskontext, da müssen Patienten besonders geschützt werden vor Fehlverhalten der Ja. Technik, besonders wenn sie was selbst macht. Also das heißt, das wäre ein Abgrenzungskriterium. Wann gilt es für mich und wann gilt es nicht? Also wenn ich behandle, Diagnosen behandle, dann gilt für mich die Medizinbetreiberverordnung. Genau, also ich sag mal, und dann habe ich ja auch eine Medizinproduktebetreiberverordnung. Ja. Da habe ich übrigens, es gibt jetzt eine Petition vom 23.05. in den Bundesrat. Ja, und ich schätze auch, der Bundesrat wird es dem ganz klar zustimmen, eine Neuordnung der Verfassung der Medizinproduktebetreiberverordnung. Das heißt also, es gibt eine Neuordnung. Und diese Neuordnung, die ist spannend, die sagt halt eben, jeder, der Produkte betreibt oder mit behandelt, man muss das errichten, bereithalten, Instandhaltung, Aufbereitung, Sicherheits- und Messtechnische Kontrollen steht jetzt ganz klar drin, ist immer wieder und natürlich auch die IT-Sicherheitsüberprüfung. Das heißt, wenn ich Geräte habe, wo ich zum Beispiel mit messe, also es gibt ja genug Geräte, wo ich zum Beispiel die Kraft messen kann oder den Blutdruck messen kann, etc. pp., dann muss ich das vorhalten können in einem Medizinproduktehandbuch oder muss diese medizintechnischen Kontrollen machen. Und wenn ich dort irgendwo den Patienten einmal schädige, dann wird das sofort verlangt, ja. Und deswegen kann ich allen nur raten, da eben aufzupassen, sich doch bei Medizinprodukteberatern eben beraten lassen, was ich da brauche und was ich nicht brauche, ja. Also vielleicht nochmal der Unterschied, wenn ich ein Blutdruckmessgerät kaufe, weil ich jetzt hier meinen Blutdruck messen will, weil ich in einem Alter bin, wo man vielleicht auch mal auf den Blutdruck gucken sollte, dann ist das okay. Ja. Und da muss ich überhaupt nichts Ja. machen, weil das ein Gerät für mich ist, was ich so einfach benutzen kann. Wenn Ja, weil ich du kein innerhalb, Betreiber bist. Du bist weil ja, genau. einfach Anwender. Da Genau. gibt es eine andere Ordnung, ja. Genau. Wenn ich aber zu dir in deine Praxis komme und du sagst, ey, du wankst hier, wollen wir mal deinen Blutdruck messen, dann wird es schon schwieriger. Dann kannst du das gleiche Ja. Blutdruckgerät benutzen, aber du unterliegst anderen Regulatorien und du musst sicherstellen, dass du jetzt mir kein falsches Ergebnis mitteilst, weil ich davon Richtig. ausgehen kann, dass du Genau das. weißt, was Sache ist. Ne? Das ist so die Mimik, in der man sich da bewegt. Das Und ist ich es. glaube, was das Problem ist, ist, dass wenn ich eine Praxis gründe, die relativ klar und übersichtlich ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja auch so ein Endverbraucher. Ne? Warum soll ich jetzt unterscheiden zwischen dem Blutdruck, den ich bei mir selbst messe und den, den ich bei meinen Patienten messe? Aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich bei meinem Patienten etwas messe, das eine andere Aktion ist, als wenn ich das für mich selbst mache. Und ich glaube, das muss man im Kopf einmal für sich klar machen, dass man als Profi im Gesundheitswesen anderen Regulierungen unterliegt, als man das als Privatperson. Man kann sich als Profi relativ leicht schützen, ja. Wenn Ha, wie man, denn? indem man ja bei seinem Händler oder bei seinem Lieferanten einfach nach der Konformitätserklärung nachfragt. Richtig. Das ist ein formales Blatt.
Ich musste so lachen, ich hatte letztens einen Eierkocher gekauft und der war eine Konformitätserklärung. Es ist nichts anderes, als dass da eben steht, welche Qualität welches das Produkt hat im medizinischen Bereich, welche Auflagen es hat, was es kann. Also es muss im Prinzip genau erklärt werden. Und ich denke mal, du wirst es kennen bei deiner IT, die du ins Spiel bringst, in die Therapie bringst, musst du ja auch im Prinzip ein Handbuch haben, nur aufgelistet. Und das verlangt alles die Konformitätserklärung, die im Prinzip nichts anderes ist als so ein Formblatt, was ich haben muss, was ich auch vorzeigen muss bei einem Schaden. Mit Ja, dem ich und bei Medizinprodukten beschreibe, ist das natürlich noch viel, viel wichtiger. genau, diese Konfirmationssache kann sagen, hier, das ist, damit du persönlich Blutdruck messen kannst, viel Spaß dabei. Richtig, Oder das richtig. hier ist dazu geeignet, dass du Patienten sagen kannst, was ist. Und das ist eben eine andere Baustelle. Und wenn ich jetzt von dir ein Gerät kaufe, dann muss ich von dir eine Erklärung haben. Kann ich das nutzen, Richtig. um Patienten zu behandeln? Oder Richtig. nutze ich das bei mir zu Hause, um mein persönliches Fitnessstudio einzurichten? Was kann man im Vorfeld anfangen? Habt ihr sowas und könnt ihr uns das geben? Und bekomme ich ein Medizinproduktehandbuch, was man ja auch vorzeigen muss. Da werden dann halt eben die sicherheitstechnischen Kontrollen auch eingetragen, die man jedes Jahr vorweisen muss. Okay, Ist auch richtig. das ist schon die operative Umsetzung. Lass mal bleiben bei dem, ich Ja. kaufe was. Also, wenn Okay. ich jetzt bei dir anrufe und sage, guten Tag, ich brauche ein Gerät, dann müsstest du als Vertriebsleiter sagen, hey, brauchst du das für dich persönlich oder willst du das benutzen, um jemanden anders damit zu trainieren? Das ist ja der Okay. Unterschied, oder? Zu behandeln. Also Zu trainieren wäre behandeln, noch wieder ja. ein anderes Thema. Also Ja, behandeln, stimmt, willst du mit ja. behandeln? Ich sage jetzt mal einfach eine Stoßwelle, ja. Genau. Ich will also nicht mal von einem Kraftgerät sagen. Also das ist es aber genauso. Und dann muss eben, da ist eine detaillierte Beschreibung des Produktes drauf, die Modellnummer, Seriennummer. Ja, und ja, bestimmte Identifizierungsmerkmale, die der Kunde, also die mein Kunde dann auch wiederfindet, zum Beispiel in der Datenbank, bisher in der sogenannten BfArM-Datenbank und jetzt demnächst in der EudaMed, also die große europäische Datenbank. Denn wenn ein Unfall passiert, kann man genau kann man dieses Gerät über diese Sachen nachvollziehen. Wo steht das Gerät? Wer hat das Gerät in Verkehr gebracht und so weiter? Es kann ja auch sein, dass es ein Materialfehler ist. Dann kann es sogar im schlimmsten Fall sein, dass unsere ganze Serie flachgelegt wird. Ja, also um es nochmal deutlich zu machen, wenn ich eine Praxis einrichte, muss ich gucken, dass die Geräte, die in dieser Praxis sind, solche Bestimmungen erfüllen, dass die Geräte, die ich einsetze, dazu geeignet sind, Patienten zu behandeln. Und zwar nach den Genau. Regeln, die EU-weit gelten, in Deutschland ist recht umgesetzt sind. Wenn ich hier zum Beispiel einen Schreibtisch kaufe für meinen Tresen, dann kann ich zu IKEA gehen und kann mir da irgendwas zurechtbauen. Da wird keiner was dazu Richtig. sagen, wenn es die Sicherheitsanforderungen der BG erfüllt oder die Hygienestandards des Gesundheitsamtes. Bei Geräten kann ich nicht einfach so irgendwelchen Consumer-Kram nehmen, sondern da brauche ich Geräte, die speziell für die professionelle Behandlungssituation ausgelegt sind. Und das garantierst du mir, indem du mir die Genau. Konfirmationserklärung Ich darüber habe gibst. ein schlimmes, aber auch klares Beispiel. Ihr kennt alle draußen Isokineten. Das sind große Kraftmaschinen, die man einsetzt. Ich sag mal im Bereich, ja, zum Beispiel Kreuzbandrisse und so weiter. Wir hatten einen Fall in die Stadt, darf ich noch nennen, in München. Junger Kunde, also ein junger Patient saß dran. Isokinet, der geht ja gegen die Kraft. Also ich sag mal, der arbeitet ja gegen die Kraft des Beines und er hatte so relativ große Plateauschuhe. Therapeutin stellt das Gerät ein, geht aus dem Raum raus, Gerät fängt an zu arbeiten, der bleibt hängen unten mit dem großen Plateauschuh. Das Gerät denkt ja, der hat so viel Kraft, arbeitet dagegen und sprengt ihm das Knie. Ganz brutal. Es war dann auch noch der Vater Rechtsanwalt. Du kannst dir vorstellen, dann wurde sofort nach uns gefragt, was habt ihr da für ein Gerät? Zeigt uns alles. Also das hat uns auch ein bisschen Schweiß gekostet, sage ich mal. Wir konnten das dann vorweisen. Gott sei Dank war alles da und ja, aber du kannst dir vorstellen, was das für einen riesen Rattenschwanz hat, wenn sowas passiert. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, wir gucken vielleicht mal nicht drauf in der Therapie, gucken mal vielleicht woanders hin, es passiert etwas, dann bist du sicher froh, wenn du sowas hast, ja. Jetzt bin ich gerade Praxisinhaberin oder Inhaber und stelle mir vor, naja, Isokinetik habe ich zum Glück nicht. Bei mir gibt es nur Ja. einen Seilzug. Unterliegt ein Seilzug ähnlichen Bedingungen? Absolut, natürlich. Auch ein Seilzug kann oben von der Rolle. Es kann irgendein Steckschlüssel rausfallen oder nur das, manchmal hat man, ist auch schon passiert in einem großen Reha-Zentrum. Die Dame, die dort gearbeitet hat, hatte ihr Kleinkind dabei. Wie auch immer kommen die Hände zwischen die Stahlplatten und Quetschung der Hand und dann, ja, war sofort auch wieder anwaltlich Theater im Raum. Also wenn Passieren ich kann ja jetzt, immer was, ja. okay, also wenn ich in Praxis einrichte, weiß ich muss darauf achten, dass die Geräte, die ich kaufe, auch dafür geeignet sind, Genau. Patienten zu behandeln. Jetzt kaufe ich das Ding. Das Erste, was ich jetzt machen muss, ist doch eine professionelle Einweisung kriegen. Und zwar ganz egal, Genau. welches Gerät ich kaufe. Und die Einweisung muss auch dokumentiert werden, richtig? Richtig. Also du bekommst dann nicht nur eine Einweisung und Schulung,
der Geräte. Das heißt, wie, vor allem wenn IT dabei ist, ja, mittlerweile hat ja die IT steuert ja so ein Gerät, was ja auch dazu kommt. Und da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass die IT konform ist mit dem Gerät. Also einfach mal fremde IT an so ein Gerät anflanschen, was es ja auch im Markt gibt, ist nicht so einfach, denn er licht nämlich das andere Medizinprodukt. Also derjenige, der die IT dran bringt, muss das Ganze dann auch wieder neu zum Medizinprodukt konformitieren. Und ja, das bekomme ich dann. Das wird ins Medizinproduktehandbuch eingetragen. Jeder bekommt im Prinzip dann auch, dass er damit gearbeitet hat. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich so ein Gerät kaufe und ich weiß, ich muss eine Einführung bekommen, berechnest du dann die Einführung extra? Wird das offen, oder ist das im Preis, eigentlich Die müsste es ja Einführung, im Preis inbegriffen sein, oder? also die Einführung zum Beispiel bei unseren Elektromedizingeräten sind immer dabei. Ja, die dürfen sogar mittlerweile online gemacht werden. Ja, und aber die Schulungen, also wenn man jetzt das ganze Team schult, nochmal extra, muss man nicht. Das ist nicht verpflichtend, sollte man aber machen. Die werden dann nochmal extra berechnet. Aber wie gesagt, man kann ja vieles verhandeln. Alles klar, gut. Also, ich würde hingehen und sagen, ey Leute, wenn das rechtlich sogar vorgeschrieben ist, dass ich geschult werde, dann muss das bitte im Preis inbegriffen sein. Können Mein wir Vorstandsvorsitzender hört jetzt nicht zu, aber das ist da. Okay, okay alles für klar. mich. Das machen wir nur unter uns. Das ist ja kein Problem. Also, das heißt, wenn ich jetzt eine Schulung gemacht habe, dann dokumentiere ich das in meinem Medizingerätebuch. Das ist sozusagen ein Fahrtenbuch für dieses Gerät. Kann man das so sagen? Genau, ja. Okay. Das Das sollte man heißt, immer für vorweisen können, auch nicht in der Schublade. Wenn was ist, habe ich das. Dann steht okay. halt alles drin. Muss das papiermäßig gemacht werden oder ist das auch digital möglich? Also es ist beides möglich. Ja. Okay. Also ich sage mal, aber im Moment wird es bei uns zum Beispiel noch wirklich als Handbuch ausgedrückt, wenn Okay, wir die Hand gut. gegeben. Das heißt, ich kriege ein Handbuch von euch, dann habe ich diese Handbücher bei mir in der Praxis und dann will ich ein Handbuch pro Dingens haben. So, was mache ich jetzt damit? Also ich bin jetzt in meiner Praxis, jetzt habe ich 3 Angestellte. Darf ich die dann selbst schulen? Kann ich die jetzt weiterschulen und kann sagen, wie man die Geräte benutzen soll, wenn die neu kommen? Das darfst du, ja, das darfst du auf jeden Fall machen. Je nachdem, wir reden ja im Therapiebereich, ob ich jetzt eben eine KGG mache oder eine Tirena mache, dann müssen die natürlich auch dementsprechend die Zertifikate haben. Da Dann haben wir davon keinen losgehen. Einfluss mehr Ja, nee, drauf, das ist klar. Es ja. geht jetzt nur um Aber Gerätesicherheit. das geht, ja. Aber wie gesagt, wir schulen dann meistens das ganze Team und das dürfte gemacht werden, ja. Das heißt, und das würde ich auch eintragen in mein Es gibt Medizinbuch. einen Verantwortlichen in dem Betrieb. Der ist dafür zuständig. Okay, und der macht das dann weiter. Muss ich das auch dokumentieren, dass ich meine Leute eingewiesen Ja, habe? Oder solltest du. gut. Was muss ich denn noch machen? Ich muss die wahrscheinlich warten lassen. Gibt es von euch Vorgaben, wie oft Geräte gewartet werden müssen, oder muss ich mich da selbst kümmern? Wir empfehlen halt eben jährlich das zu machen. Es gibt also abhängig von nationalen Regeln der Gerätearten alle 1 bis 2 Jahre eben eine sogenannte STK. Das ist also eine sicherheitstechnische Kontrolle, ja. Die hat den Zweck eben Gewährleistung der elektrischen und mechanischen Sicherheit der Geräte. Und es gibt eine sogenannte MTK, also messtechnische Kontrolle. Und dann kommt im Prinzip wie so ein TÜV-Siegel auf das Gerät, dass auch der Patient sieht, ah, das ist gerade frisch gewartet, da ist alles in Ordnung, ich kann mich daran setzen. Im Endeffekt geht es ja auch um den Schutz der Patienten, die das Vertrauen haben, in unserer Therapie eben auch ordnungsgemäß behandelt zu werden. Und da bin ich auch sauber und sicher und das wird eingetragen. Und wenn du mal durchschaust, wirklich mal durch die Therapien gehst, ob dieses Siegel immer überall drauf, also beim Auto ist das eigentlich selbstverständlich, wird keiner von uns mit dem Auto rumfahren, was 4 Jahre, und das ist noch nicht mal ein Medizinprodukt, 4 Jahre über den TÜV ist oder 5 Jahre über den TÜV ist. Da gibt es vielleicht auch Ja, einen Kiel, weiß ich also einen Monat bin ich auch schon mal über den TÜV gewesen, weil ich einfach Ja, gepennt habe. aber nicht 2 Jahre und das hat man manchmal, Ja, ja. okay, Da sind die gut. Geräte uralt und man hat vielleicht selber dran rumgeschweißt, was man auch nicht darf, ja, weil vielleicht ein Ja, Riss das drin geht ist. nicht. Das heißt, du sagst, wir empfehlen ein Jahr. Okay, aber du bist ja auch Vertriebsleiter, du musst ja auch Umsatz machen. Rechtlich Richtig. gesehen muss ich das zweimal machen. Oder ihr gebt ein Handbuch raus, wo drin steht, Achtung, dieses Richtig. Gerät musst du öfter, und dann gebt ihr Wartungsintervalle Ja, raus. genau. Wir Okay. geben Erwartungsintervalle raus und die werden dann auch eingehalten. Also da können auch 4 bis 8 Wochen. Ja, manchmal hat man ja auch ein bisschen einen Stau und dann geht es nicht direkt an den Tag. Also wir rufen auch immer vorher an, wo geht's dann und dann, wann, dann kommt ihr raus. Und es muss ja auch Okay. im laufenden Verkehr geregelt sein, weil wenn man viele Patienten hat, viele KGG-Gruppen und so weiter, dann kann ich ja schlecht die an die Seite stellen. Ja, klar. Also jetzt habe ich das gemacht, ich habe meine Leute eingewiesen und so weiter und so fort. Jetzt passiert irgendwas an diesem Gerät. Also mir bricht was ab oder irgendjemand hat sich wehgetan oder was auch immer. Richtig. Was passiert, wenn ich irgendwas mit diesem Gerät erlebe, was nicht die normale Behandlung ist dann? Also ich, Beispiel, Laufband, mein Patient, neurologischer Patient läuft drauf, bleibt plötzlich stehen. Warum auch immer. Ja, und dann muss eine Meldung gemacht werden. Wer macht eine Meldung an wen? Also direkt an den Hersteller.
Und egal wer vom Hersteller, ob ich das jetzt zufällig bin, weil sie mich alle kennen und sagen, hey, mein Gerät läuft nicht, dann habe ich die Verantwortung, das bei uns zu dokumentieren und an die geeigneten Stellen weiterzustellen. Und derjenige, der dort sitzt, der Beauftragte, muss dann sofort prüfen, ist es ein Problem am Gerät, war es ein Anwenderfehler, ist es generell ein Problem in der Serie und dann kann auch zum Beispiel der Hersteller zur Verantwortung gezogen werden. Ja? Also diese Kette ist ganz klar vorgegeben. Und im schlimmsten Fall gibt es dann eine Meldung an die Bundesaufsicht für Medizinprodukte, an die BfArM. Also die muss im Prinzip dann auch sagen, oh, ihr habt aber eine schlechte Serie gebaut, die nehmen wir jetzt mal aus dem Verkehr. Das wäre natürlich im Supergau. Also deswegen ist der Patient auch so geschützt, ja, auch rechtlich geschützt. Und wenn diese Kette natürlich nicht vorhanden ist, hat der Betreiber, der auch dafür verantwortlich ist, dass das eben so ist, eben ein Problem. Wie ist denn das eigentlich versicherungstechnisch? Ich habe ja eine Berufshaftpflicht, die mich davor, also die Patienten sozusagen schützt, wenn Schaden passiert, dass dann gezahlt wird. Schreiben solche Haft, also Haftpflichtversicherungen müssen natürlich greifen, klar, aber die werden sich wahrscheinlich auch dann refinanzieren, indem sie sagen, ey Leute, du hast da selbst dran rumgeschweißt. Das ist nicht, entspricht nicht dem, was du rechtlich machen müsstest. Wir nehmen dafür einen Regress wegen grober Fahrlässigkeit. Ne? Also Okay, ich alles kenne klar. nicht jede Versicherung, Ja, aber ich könnte aber mir halt also. vorstellen, dass Versicherungen danach fragen. In dem Fall, den ich eben genannt habe, hat noch kein Tag gedauert, dann hatten wir gleich vom Anwalt eben die Frage nach dem Medizinproduktehandbuch, nach der Konformität. Der wusste ganz genau Bescheid. Und wenn diese Maschinerie einmal losgetreten wird, dann hat man echt ein Problem. Die Risikoabwägung, die muss jede Praxisinhaberin und jeder Ja. Praxisinhaber für sich selbst treffen, aber wir können ja mal erklären, was das bedeutet. Also ich würde aktuell das Risiko nicht allzu hoch einstufen, dass da jemand Mist macht, aber wenn ich mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angucke, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Argument sein könnte für junge Kollegen, die schon gerne in einem Rahmen arbeiten möchten, wo sie das Gefühl haben, der ist rechtlich sicher. Ja, Insofern kann ich mir das auch als Differenzierungsmerkmal für Mitarbeitergewinnung vorstellen, auf dass jeden wir hier Fall. ordentliche Einarbeitung machen, dass wir saubere Prozesse haben. Das nehme ich schon wahr, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen sowas richtig und gut finden. Ja, die finden grundsätzlich gut, man sieht es ja auf den Messen, dieses Interesse auch an moderner Messtechnik, an Diagnose über Kameras. Also man kann ja heute über Kameras viel mehr sehen, verschiedene Kameras, 3D-Kameras an den Geräten. Wie läuft derjenige, wie bewegt er sich, wo kompensiert er? Das interessiert die jungen Therapeuten unglaublich, ja. Und ich sag mal, wenn man dann sagt, hey, wenn du das einsetzt, bist du auch absolut safe mit deiner Diagnose. Wir haften dafür als Hersteller. Das glaube ich auch im Rahmen Therapeuten zu bekommen. Also ich glaube, ich weiß es, dass eben moderne Praxen, die solche Geräte haben, natürlich auch eher leichter mal neue Therapeuten kriegen, ja. Oder andere Therapeuten kriegen. Das ist Ja. so, weil die damit arbeiten wollen. Das, wenn wir über Evidence-Based Practice sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass die Ja. Daten, auf denen wir unsere Evidence-Based Practice aufsetzen, natürlich Genau. dann auch valide sind. Und das klappt eben nur, wenn ich die Geräte benutze. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese ganze medizinische Device Regulation und all der Pipapo, das ist doch ein riesen bürokratischer Bullshit. Das hat überhaupt keinen Nutzen. Versuch mal nicht als Vertriebsleiter zu argumentieren, sondern geh mal inhaltlich da rein. Würdest du sagen, das macht die Geräte besser oder ist das bürokratische Overprotectionismus? Ich kann nur sagen, es macht die Geräte auf jeden Fall sicherer. Weil die Hersteller, die sich danach eben halten, die müssen so aufwendig, dann können sie vielleicht auch manchmal bestimmte Sachen nicht machen, die vielleicht andere schon machen können, weil es eben sehr, sehr aufwendig ist. Also mal eben ein neues großes Display einführen. Also ich sage mal, ein 17-Zoll-Display am Gerät ist so ein bürokratischer Aufwand, dass man überlegt, will ich das überhaupt oder lasse ich es lieber bei dem 15-Display? Der Kunde sagt aber, boah, das ist ein tolles 17-Zoll. Ich finde es ja auch besser. Ich trotzdem als Vertriebsleiter, sagen, ey, baut das doch dran, das ist doch geil, ja, die Leute wollen doch so große Displays haben. Dann sagt mir der regulatory Affairs, ja, Moment mal, da brauchen wir mindestens 1,5 Jahre für, bis wir das durchhaben. Jede Ja. Veränderung muss berücksichtigt werden. Und was man da macht, ist, ich plaudere mal sozusagen aus den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, was man macht, ist, man muss zum Beispiel gucken, welche neuen Risiken entstehen, wenn ich ein größeres Display Richtig. einbaue. So. Und dann stellt man fest, oh, wenn wir ein größeres Display da reinzimmern, dann sieht das zwar toll aus, aber dann kann man sich an der und der Ecke stoßen, Ja. weil die Rahmenbedingungen nicht dran sind. Da muss man natürlich gucken, wie geht man damit um. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Das nehme ich auch wahr, wenn wir solche Prozesse durchlaufen. Also der Zwang, eine Risikoanalyse zu machen bei jedem Detail, führt dazu, dass man tatsächlich das Produkt auch besser macht. Also ich nehme schon wahr, dass das nicht nur bürokratisch, also natürlich nehme ich das als sehr bürokratisch wahr, aber ich habe schon das Gefühl, das zwingt mich dazu, ein noch besseres Produkt abliefern Ja, zu können oder ja. zu müssen, als ich das ohne solche
Risikoerwägung, Ja, Abwägung und machen würde. wir haben zum Beispiel zwei Regulatory Affairs. Das sind Menschen, die angestellt werden und nur das den ganzen Tag überprüfen. Und anfangs habe ich gedacht, oh Gott, was für Beamte. Mittlerweile auch hier zu diesem Podcast habe ich natürlich gestern nochmal mit einem unserer Regulatory Affairs gesprochen und gesagt, ist es okay, wenn ich das so und so sage? Der sichert mich auch wiederum ab, was ich nach draußen gebe. Ja. Und vielleicht du bist ja im Bereich der IT auch, Wir haben auch einen, IT-Firmen, der die. nichts weiter macht als genau sowas. Also, Ja, und man denkt manchmal, boah, du bezahlst den, ne? Und der ist der gut. behindert dich noch in deiner Arbeit, ja? Nein, der ist Im ein Gegenteil, genau. großartiger, der sorgt Ja, dafür, dass das, richtig. was wir machen, safe ist und dass Ja. es funktioniert. Und das ist ganz, Ja, ganz, ganz und wichtig. das wissen halt viele Kunden nicht, dass man solche Menschen eben bezahlen muss, dass man die einsetzen muss, die nur dafür da sind, um die Sicherheitsstandards zu halten, ja? Geht das nicht? Kannst du das machen? Das erklärt vielleicht auch manchmal, warum wir vielleicht bestimmte Sachen langsamer machen, als man sich das Richtig. vorstellt. Ja. Weil, also ich habe das neulich in der Diskussion gehabt, ich war auf einer Tagung für Krankenhaus-Software-Erbringer. Und dann ging es auch darum, ob Krankenhaus-Software, die sozusagen Vorschläge macht zur Diagnostik und zur Ja. Befunderhebung, ob das nicht auch Medical Device Regulations unterliegt. Und dann haben alle gesagt, ja. Und deswegen werden manche diagnostische Vorschläge, die eine Klinik-IT ohne weiteres machen könnte, wird nicht gemacht, weil das bedeuten würde, dass die gesamte Software nach der Medical Device Regulation zertifiziert werden müsste. Und das wollen die nicht, weil der Aufwand gigantisch ist. Und das Ja. ist sicherlich ein Problem, was wir haben. Und deswegen haben wir auch manche Innovationsschritte viel langsamer, als wir alle das verstehen, weil sowas organisiert werden muss. Wir haben ein ganz noch einfaches Beispiel. Wir haben ein neues Programm, so ganz einfaches, ich sage jetzt nicht Holzgeräte. Die kennt man, die sieht man fast auf jeder Messe. Haben wir eingeführt, aber wir haben gesagt, wenn wir die nehmen, dann muss es ein Medizinprodukt sein. Weil du kannst ja KGG dran machen, KG-Gruppe dran machen, ideal, passt auch ins Konzept. Ein Jahr haben wir, das ist Medizinklasse 1, wo man sagt, das ist eine ganz geringe Sicherheitsstufe. Ein Jahr haben die Leute dafür gebraucht, mit den ganzen Tests, 120 Kilo Leute drüber geschoben, bis wir die jetzt in den Verkehr bringen konnten. Und ich war natürlich relativ sauer, ich konnte sie auf den Netz zeigen und so weiter. Ja, und das ist so ein Jahr lang. Das muss man sich mal vorstellen. Aber dieses eine Jahr, finde ich, ist vergleichsweise simpel. Also, wie lange habt ihr solche Geräte? Wie lange laufen die? Wie lange verkauft ihr sowas? Also so den Lebenszyklus eines Ja? Gerätes. Ja, der wird schon, ich sag mal, 10 Jahre kannst du mal im Schnitt sagen. Natürlich immer wieder mit neuen Ja, Innovationen logisch. drin, aber wie gesagt, ist Aber so. das erklärt vielleicht auch Preisunterschiede bei Geräten, Ja. dass die eben vor Inbetriebnahme so ausgerichtet werden, so geprüft Ja, werden, dass man das Gerät damit wird auch Patienten. abgekündigt, Ja, ne? genau. Also es muss abgekündigt Ja. werden, dann hast du Stufe 1, dann sagt man so, kann man das noch im Prinzip beservicen. Dann irgendwann kommt die dritte Stufe, dann gibt es kein Material mehr dafür. Und dann weiß der Kunde auch, so, wenn ich jetzt weiter betreibe, ich kann es halt weiter warten, aber es kann sein, ne, dass ich eben bestimmte Ersatzteile nicht bekomme. Das geht aber über die 10 Jahre raus. Ja. Okay, also wir stellen fest, wenn ihr Geräte kauft, immer gucken, wofür brauche ich die? Und derjenige, der ein Gerät verkauft, der muss erklären, wozu das Gerät eigentlich geeignet ist. Ist das nur für mich, just for fun? Ist das für ein Fitnessstudio zum Training? Oder ist das geeignet, um Patienten damit behandeln zu können? Und kein Gerät ist eine Behandlung. Ergo muss ich dann dafür sorgen, dass ich dann auch Geräte Und habe, die diese Konformitätserklärung zur Behandlung auch haben, ne? viele deiner Kunden, also auch unsere, machen ja Tirena, das wollte ich auch nochmal vielleicht reinwerfen. Da wird ja oft von Herstellern gesagt, ja, Tirena brauchst du kein Medizinprodukt. Dann haben wir immer nachgefragt, weil Tirena ist für mich eine Nachbehandlung aus der Reha. Ja, und siehe da, wir haben dann einmal Westfalen angeschrieben, übergeordnet haben wir die Deutsche Rentenversicherung angeschrieben, wir haben Bayern angeschrieben und wir haben Niedersachsen angeschrieben. Und wir bekamen den gleichen Text von allen, dann sah man auch, dass die sich abgesprochen haben, dass sie gesagt haben, ich beantworte gerne Ihre Frage, die Deutsche Rentenversicherung orientiert sich mit Tirena an MTT und KGG durch die Krankenkassen. Hier gilt, sämtliche in der Praxis eingesetzten Geräte müssen den Anforderungen des Medizinproduktgesetzes in der aktuell gültigen Fassung eben entsprechen. Ja. Also Tirena nicht glauben, dass man da irgendwelche Geräte einsetzen kann. Auch das muss ein Medizinprodukt sein. Macht hochgradig Sinn. Also macht auch inhaltlich Sinn, dass man Ja. Medizinprodukte einsetzt, wenn man Patienten behandelt oder zumindest nah an eine Patientenbehandlung rankommt. Und Nachsorge ist ja noch immer medizinisch implementiert. Das muss man Genau. gucken. Und ich finde, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, würde ich auch erwarten, dass die Geräte da safe sind und gewissen Sicherheitsstandards entsprechen. Und wenn ich mir vorstelle, das sind irgendwelche Billigdinger, die laut durch die Gegend knallen, hätte ich auch keinen Spaß dran. Deswegen, also in guten Fitnessstudios hast du das ja auch, dass die Geräte einsetzen, die bestimmten Qualitätsanforderungen genügen. Und das Coole ist,
Wenn ich eine Praxis betreibe, dann muss ich eben nicht sozusagen meinem Gefühl vertrauen, ob das qualitativ in Ordnung ist, Richtig. sondern ich gucke mir die Konfirmationserklärung an und dann weiß ich, ist dieses Gerät geeignet, in der Praxis eingesetzt zu werden oder nicht. Und alles, was ihr in euren Praxen macht, muss geeignet sein, um Patienten zu behandeln, auch in der Vor- und Nachsorge. Da gibt es gar keine zwei Meinungen, dass alles andere wäre zu riskant. Okay, also wir haben gelernt, Konformitätserklärung ist wichtig. Wir haben gelernt, man muss ein Gerätebuch haben, da muss die Schulung drin sein, da muss man die Einweisung haben. Es gibt jemanden in der Praxis, der ist verantwortlich dafür, dass das umgesetzt wird. Neue Kollegen werden ebenfalls eingewiesen, das wird dokumentiert. Wenn was schief geht, dann wird der Unfall dokumentiert, logisch für die BG und für die Versicherung. Und der Hersteller wird informiert, dass da ein Problem aufgetaucht ist. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, das will ich mir angucken, das beheben wir. Wir sorgen dafür, dass Richtig, alles genau. safe ist und machen das besser. Und insofern macht das Ganze ja Sinn. Das klappt, Absolut. dann sind die Geräte und das Equipment, was ich nutze, genauso professionell wie meine eigene Therapie und das wäre das Ziel. Sehr schön, hast du gut gesagt. Danke, So Michael. ist Das es. freut mich Ja. sehr, dass du. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt alle Leute hinreichend aufgeklärt. Ja, dann freue ich mich. Gut, alles klar. Also, ich wünsche dir Bedanke was. mich. Michael, ich Ich danke wünsche auch. dir auch was. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.